Es ist Zeit für das Silver Release oder mit anderen Worten, it's use. This world was devastated before I was born. A harsh, bleak place where we live in eternal darkness. Life is a struggle, and people live without hope. How did this happen? No one will answer me directly, but they always point to the flames. These flames, they burn away at my world, destroying everything in their path. They come from an eternal life form that we cannot truly defeat, the flames of disaster known as Iblis. Silver! Blaze, what's wrong? He's appeared again! Ich bin sehr gespannt. Wir haben Silver ja schon ein bisschen anspielen können in den Sonic und Shadow Leveln, aber ich glaube, sein voller Rework war noch nicht drin. Er war zwar schon mal ein bisschen schneller, aber wir haben ja gerade in der Cutscene gesehen, was er kann. Ich bin die Option schon durchgegangen, das heißt, wir können direkt starten, aber was leider passiert ist, weil es ein neues Release ist, ist der Spielstand aus dem Shadow Release nicht mehr kompatibel. Das heißt, Sonic und Shadow muss ich irgendwann nochmal neu machen. Last Episode fehlt natürlich auch noch. Und die ganzen Bosskämpfe. Aber ich glaube, wir haben einiges vor uns. Ich versuche auch direkt die S-Ränge zu kriegen. Ich weiß zwar nicht, was. Silver kriegt auch wohl irgendwas, aber ich weiß nicht, was er kriegt. Das ist neu. To use psychokinesis, press the right trigger while near an object. You can throw items on the X button. Okay, noch ist es ein bisschen weird. Something should happen. Wow, das ist sehr hilfreich. Ich habe das Gefühl, das Level wegen dem Tornado findet gleichzeitig mit Sonics Version von dem Level statt. Aber da ja eh alles zeitversetzt ist. Was? Kann ich die... Hallo, ich will die... Moment, wie mache ich das? Kann ich? Okay, ich kapiere gerade nicht, was ich hier tun soll. Ich wollte schon sagen, da tut sich was.
Okay, Blaze wird einfach in die Flammen geheatet. Alles gut. Ist ja eh schon eine Feuergatze, also der passiert nichts. Hallo, ich möchte gerne das... Danke. Oh, jetzt geht's aber los. Anyman! Danke fürs Prime-Abo. Und Panda Jaguar, willkommen zum Stream. Moment. Also ich fand irgendwie, ich habe noch ein bisschen Probleme mit damit Silver zu steuern. Hatte ich aber auch vorher schon. Ich weiß aber nicht. Ich habe mir das Gefühl, ich habe es ein bisschen leichter aus dem Original in Erinnerung. Ich habe das Gefühl, das Auto-Targeting, wenn ich die Sachen werfe, ist nicht mehr so großzügig wie im Original. Deshalb habe ich das irgendwie großzügiger in Erinnerung. Boah. Also ein bisschen ist die Kamera noch. Aber gut, das Release ist jetzt auch erst ein paar Tage alt. Das Shadow Release hatte ja schon ein paar Jahre an Bugfixes, glaube ich, auf dem Buckel. Das Spiel zu laut? Ich schaue gleich mal, was die Spieloptionen sagen. Aber ich sehe auch den Ausschlag, ja, das ist definitiv dauerhaft im gelben Bereich. Und da ich ja selber nicht immer mit voller Lautstärke spreche. Hi, Tiger. Okay, das wollte ich nicht. Also, ich kann keinen Light Dash. Wo du teilweise deinen Namen abgeleitet hast. Das stimmt. Natürlich schmeißt mich direkt in den Gegner und kostet mich meine Ringe. Ah, okay. Ich habe jetzt die Homing Attack. Ich habe auch eine Homing Attack mit Blaze. Sie haben in meinem Video gesagt, ja gut, das ist ja auch jetzt nicht so ein großes Geheimnis. Aber das mit den Ringen ist jetzt uncool. Ich glaube, den S-Rang schaffen wir jetzt noch nicht. Ich muss, glaube ich, eher mal den geladenen Angriff einsetzen. Aber manchmal ist das Gefühl, er trifft und es macht keinen Damage. Ich habe auch das Gefühl, dass sich Silvers Fähigkeiten langsamer aufladen. Oh, so, Moment. Ich will die Ringe haben. Okay, das müssen wir nochmal von vorn beginnen, aber ich mache mal kurz das Spiel leiser. Moment, wo ist der Audiomixer? Gehen wir mal auf 74% runter.
Okay, warte, das ändert gerade nichts. Muss ich es in-game machen? Das sieht auf jeden Fall schon mal nach einem gesünderen Ausschlag aus, vielleicht eher sogar noch zu wenig. Hallo, kann ich die nicht über... Kann man die nicht überspringen? Das wäre ein bisschen uncool. Oder, aber ich glaube, das ist jetzt nur, weil ich komplett neu gestartet habe, ne? To use psychokinesis, press the right trigger while near an object. You can throw items with the X button. Zumindest mit dem geladenen Angriff kann ich halt, ist halt gut gegen einzelne Gegner, aber wenn ich halt mehrere habe, dann kostet mich das Zeit. You can use your power to grab the attacks of that flying monster and counterattack. This steel bar has a green mark on it. If I use my psychokinesis here, that road doesn't look too solid. Ja, und da stoppt es jetzt einfach mal beim Gegner. Also die Psychokinese ist noch ein bisschen... Und jetzt gerade habe ich auch nicht mit der vollen Actionbar gestartet. Ich meine, es ist immer noch weniger buggy als, als Original O6, aber trotzdem. Er wirft halt auch unheimlich gerne daneben. Boah, das ist ja Muscheln gerade. This steel bar has a green mark on it. If I use my psychokinesis here. Ja, so wird mir sicherlich mit. Das war ich nur mit Albert, aber es funktioniert trotzdem. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, gut, er bricht ja das Skript dann nicht komplett ab. Sondern, glaube ich, nur den Teil, der drüber ist. Okay. Warte, also mit Silvers Fähigkeiten kombinieren zu wollen, ist auch uncool. Also manche Kamera-Schwenks sind ein bisschen sehr hart. Gut, ich weiß nicht, ob der... Boah, nee, der Editor kann die Kommentare gar nicht ausblenden, weil sonst würde er sie auch nicht anzeigen, wenn du die Map wieder lädst. Ja, das können wir nochmal probieren, aber ich glaube, dass mit der... Doch, jetzt! Und es geht über die zwei trotzdem hinweg. Das hat ja sehr viel gebracht. Wie praktisch, dass das Glas schon direkt im Vorfeld kaputt geht. Sonst könnte sich Silver ja verletzen.
Aber wie wir aus Actionfilmen wissen, ist Glas ja komplett ungefährlich. Blaze ist einfach in der Kill-Loop. Da, zwei Autos und es hat nichts gebracht. Da, das ist uncool. Man sieht halt sehr schlecht, also wo man sich eigentlich befindet. Aber falls Silver ja echt noch ein paar Upgrades kriegt, wenn das stimmt, dann bin ich mal gespannt, wie sich das äußert. Ob das noch ein paar von den Sachen ausgleicht. Warte, wenn ich jetzt... Ja, das bringt nichts. Dachte, das wird ein schöner, kurzer Chill-Stream und dann hänge ich jetzt schon ewig an Stage 1. Das Zeichen wird hier nicht aufgegeben. When you use your psychokinesis on an area with a green mark, something should happen. The building's knocked over! I can wipe them out if I hit that pipe right. Also, das ist noch ein bisschen random, ob das funktioniert. Ich meine auch eigentlich, dass... Vielleicht kann mich auch irren, aber ich meine eigentlich, dass OG Sonic 06 ein bisschen weniger streng damit war, wann sich Silvers Fähigkeiten aufladen. Ich kann definitiv nicht nur so einfach Zeichen einsparen. Hattest du nicht noch ewig viele Kommentare drin? Hey Booty, willkommen zum Stream. Ist jetzt fast alles weg. Ja gut, ein paar Sachen musst du aber schon behalten, ne? Oder halt in der externen File irgendwie dokumentieren. Ha, ha, ha.
So, ich hoffe, die anderen Level werden echt ein bisschen weniger Restart-lastig, weil das ist gerade echt uncool. Ansonsten gucken wir einfach, was wir jetzt rauskriegen. Gegebenenfalls müssen wir es später nochmal probieren. Gottverdammt Spiel. This is nowhere near over. Silver, I'll go on ahead. This whole area is destroyed. Boah, das war knapp. Ja, wie wär's denn, wenn du das ganze Zeug packst, was hier mir entgegenkommt? Wo lang? Ah, okay, da drüben. Das ist eigentlich die Story vom Spiel. Die Story vom Spiel ist nicht so wirklich intakt. Weil die ganzen Cutscenes und Bosskämpfe und so fehlen. Oh, so nah! Ach du Scheiße, das hätte auch noch fast ein S-Rang sein können. Ich glaube, ich hätte mich gar nicht so stressen müssen. This looks so beautiful. So, Silver kann fliegen, aber jetzt müssen wir zu Fuß weiter. It looks like this Lotus will help me jump, based on how long I charge my psychokinesis. I can't grab Vulcan cannon shots, but I can block them with my psychokinesis. If you use your psychokinesis on the middle of the log, it will move back and forth. Use it to destroy walls and roll balls. Looks like I can use this to go up. Ha!
There's a bomb in that container. I need to be careful when opening it. Kicking out its legs will paralyze it. Ja, oder ich drück einfach einmal B. Einmal B drücken reicht ja auch für alle Gegner. Das ist immer noch ziemlich OP, finde ich. This hanging ruin might be useful. Hallo? Ich weiß bei Tropical Jungle nie so wirklich, wo ich hin soll. This turtle is pretty useful, once you get it right. Aber wir sind jetzt einmal hier kreuz und quer. Wir werden das einfach fliegen können. So viele Mechanics nur für ein Level. Okay, da komme ich nicht hoch. Is this for breaking walls? Aus welchem Jahr ist das Game? Das Original ist aus dem Jahr 2006. Das Fan-Remake hier, das ist, hat jetzt gerade jetzt vor ein paar Tagen das Silver Breed rausgebracht. Moment. Ich brauche volle Psychokinese und dann gehen wir hier drauf. Fallen bitte nicht runter. Was haben wir hier? Unverwundbarkeit! Okay, ich hätte einfach nur den töten müssen. Ich glaube, es hätte auch mehr Punkte gegeben. Ja, das kann ich an die... mich daran festhalten? Ging das? Ja, es geht auch mit Silber. Aber not gonna lie, es ist schon sehr cool, wenn man einfach die Raketen so stoppt wie Neo. Moment, das ist die falsche Richtung.
So, jetzt bitte in die Richtung. Those enemies look like they're guarding that cage. It seems I'll need to defeat them first. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt da am geschicktesten rüber? Also bei Silver vermisse ich echt gerade so ein bisschen so irgendeine Form von Homing Attack. Weil die Homing Attack ist einfach auch so nützlich, um den Kurs zu korrigieren. Aber das hier wäre ein Level, wo ich ein Item verstecken würde. Ja gut, das war jetzt richtig kacke. That was easy. Just you wait, Iblis Trigger. Oh, bitte sag mir, dass der Ball nicht mehr hier ist. Psychokinesis to grab that robot bomb and throw them back. Oh nein. Nein. Ich kann... Warte, da... Ich kann ihn... Leute, nein. Warum musste dieses Puzzle unbedingt zurückkehren? Niemand mag dieses Puzzle. Ich darf es nämlich nicht mit meiner Telekinese. Das ist das einzige Item im Spiel, was ich manipulieren soll und nicht psychokinetisch manipulieren darf. Man muss ich auch noch für jeden... Nein, oder? Sag mir bitte nicht, dass ich für jeden Einzelnen was finden muss. Ich glaube, es ist egal, in welches Loch, oder? Okay, das war jetzt aber auch mehr Glück als Verstand. Hier oben ist auch nichts. Hier hätte ich auch was versteckt. Okay, Creative hat wieder seine 15 Minuten. Okay, Amy steuert sich auch schon mal ein bisschen besser jetzt. Keine unnütze Unsichtbarkeit mehr. Ah!
While jumping, pressing the A button again will allow you to perform a double jump. Ha! That robot's probably a lookout. If it sees you, things could get messy. Kann sich die Kamera vielleicht nicht genau dann umdrehen, wenn ich dabei bin, in Stacheln reinzulaufen? Moment, hier war ich schon. Und da kam ich. Hier ist die Tür, die aufgegangen ist. Hey, how about going down? Now you can move on, right? Thank you. If I'm not careful, I'll fall. Great! Ach, die Tür kann jetzt aber so heben. Attacks are useless while the shields are in place. Attack when the defenses are down. I might be able to make a path leading up if I use my power over there. Okay, ist nichts passiert. Okay, gegen den Sandkorb. Okay, shit. To make a path leading up if I use my power over there. Also ich glaube, das mit den S-Rängen schaffe ich heute nicht. Those enemies look like they're guarding that door. Let's start by getting rid of them. Well, I guess that's done. Oh nein, das ist das schlimmste Puzzle. Natürlich, hier liegt natürlich so ein Vieh. Danke, Spiel. Okay, ich glaube, er hat das Puzzle entschärft. So I guess the lock will open if I put this ball in that hole over there. Weil die ganzen Mauern hier, die führen den Ball schon mal ein bisschen. Ich glaube, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich ihn stoppe, wenn ich
Aber ich glaube, das stoppt den Ball. Okay, ich glaube... Okay, ich glaube, das Ding zieht ihn jetzt auch ein bisschen an. Okay, ja, es ist auf jeden Fall deutlich entschärft. Das hätte, glaube ich, S-Rang-Territorium sein können, wenn wir nicht gestorben wären. Ja, also definitiv, wir hätten S-Rang gehabt. Wir haben hier sogar jetzt noch einen A-Rang gekriegt. Okay, A-Rang ist 45.000, also ist doch B-Rang, aber fast. Also Feed hat jetzt nicht gefehlt. Eggman's base is ahead. Let's hurry. All right. Ja, jetzt kriegen wir hier die Punkte aber gerade nachgeschmissen. Also Blaze finde ich gerade wesentlich angenehmer zu spielen. Oh, nicht schon wieder. Ich kriege ein bisschen Flashbacks gerade. With that door somehow. In any case, let's try defeating them first. Did they think they'd stop me with this? Where is the entrance to Eggman's base? You can use your psychokinesis to grab missiles and throw them back. To make them explode near the enemy. Security's tight. You don't want to be discovered. Hätte einfach über den Schneeball drüber fliegen können. Er hätte ganz vieles tun können. Ich glaube, für den Alarm habe ich jetzt einfach mal mehr Punkte gekriegt, als er mich an Zeit kosten könnte. Okay, das darf ich nicht aufheben. Wahrscheinlich, weil es zu einem anderen Trigger gehört. Ich habe hier gerade kein Lock-on, das ist nicht gut. Ich glaube, hier, wenn ich nicht sterbe, kriege ich sogar den S-Rang. Einfach aufgrund der vielen Punkte, die mir jetzt nachgeschmissen werden gerade.
Okay, a little further to go until the base. If I use it right, this snowball can be a weapon. Psycho Shock works against groups of enemies and can paralyze them. If I can paralyze them, I can grab them all with my psychokinesis and throw them. Ja, super. Ja, jetzt hat es mich alle meine Ringe gekostet. Moment. Ha. Jetzt muss ich wieder ein bisschen was zurückbekommen. So, wir müssen uns gar nicht groß mit der Base rumärgern. Ja, das ist jetzt ein S-Rang. Dafür, dass ich total scheiße gespielt habe. Ja, okay. Danke für nichts, Spiel. This conveyor belt changes direction. I better be careful. Aber hier ist jetzt kein Zug, ne? Hier ist kein Timer, deswegen. There's no other way ahead. I guess I've got to break down the door. Geht alles rein, gar nichts. Der ist ein Prank geworden. Mhm. Ja, klar. Danke, Spiel. Mhm. Ist ja voll viel gebracht. Ich hätte auch einfach runterspringen können. Ultra-Kill. Ja, muss ich auch alles noch spielen. Ich habe die Tage wieder festgestellt, ich habe irgendwie 125 Spiele auf meiner Steam-Wishlist. Wobei, eins ist jetzt weg. Also, das habe ich jetzt die Tage gekauft, weil es im Sale war. Spiele ich vielleicht auch mal im Stream. The Forgotten City. Aber die doch mal alle ab. Ja, wann denn? Ich werde ja gezwungen, Siedler zu spielen.
spiele nur einmal im Monat. Ich habe die letzten Monate gar nicht Siedler gespielt im Stream, bis auf jetzt halt die letzten zwei Streams, glaube ich. Man hat auch direkt den Unterschied bei den Views gemerkt, sowohl auf dem Bot-Kanal als auch jetzt direkt hier. Silver ist auch die ganze Zeit so gechillt einfach. Ja, aber will ich das? Ja, wahrscheinlich, ne? Hier. Ist jetzt scheinbar nicht Siedler spielt. Ja, aber ich habe halt auch nur so viele mögliche Stream-Termine. Vor allem, wenn halt aus dem Streams noch irgendwie Content gemacht werden soll. Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Stellen einen Cutter ein. Und von welchem Geld bezahle ich den? Oh, von den 10 Euro im Monat, die ich auf Patreon kriege, da werden sich die Cutter bestimmt drum reißen. Jetzt bin ich natürlich knapp unter S-Rang, ist klar. Aufhören zu schlafen. Das wäre tatsächlich wahrscheinlich die Lösung meiner Probleme, ja. Wie kann es sein, dass wir noch kein Mittel haben, dass man keinen Schlaf mehr braucht? A laboratory like this under Soliana? Oh, das sieht aus, als dürfte mich mal gleich kurz. Okay, hi Shadow. Ich finde übrigens auch diesen Sepia-Filter, weil wir uns in der Vergangenheit befinden. Polyphasische Schlaf habe ich, wie gesagt, schon mit experimentiert, aber es kam nie super weit. Probieren wir nochmal. Nein, weil mit polyphasischem Schlaf kannst du halt auch nichts anderes mehr machen. Weil sobald du aus diesem Rhythmus einmal raus bist, ist vorbei. Warte, das ist... A laboratory like this? Under Soliana? You go and leave the rest to me. How annoying. I'll deal with them first. Diese Tablette müsste mich dann aber auch Supersoldaten technisch schneller machen, damit ich halt nicht die 1000 Jahre in Slow-Mo lebe. Aber irgendwas stimmt mit diesem Käfig hier nicht, oder? Oder soll ich den soll ich zurückwerfen, oder? Nee. Hä? Also irgendwie weiß ich nicht, ob das so gewollt ist. Thank you.
Okay, das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Dash genervt wurde. Also der hier. Der endet jetzt einfach total abrupt. Was ist das? Was ist da drin? Es leuchtet, aber wieso komme ich da nicht dran? Okay, das wird dann wohl das eine Silver-Upgrade sein. Das ist also hier. Warte. Ich dachte schon, wir können da nicht hin, weil wir irgendwas nicht haben. Aber ich glaube, man braucht einfach noch die beiden Schalter. Jawohl, was haben wir hier? Flame of Control. Charge Special. Deals more damage. Okay. Das ist. Also, das hier dürfte mehr Damage machen. Und wir haben jetzt halt das hier. Ich bin mal gespannt. Aber wo wollen wir jetzt lang? Okay, hier. You can get on this ball and control it, but it will disappear on impact, so be careful. Okay, das war heftig. Those enemies look like they're guarding that door. Let's start by getting rid of them. Okay, das ist sehr geil. Der Angriff ist gut. Das ist halt viel besser gegen Gruppen. Also, scheiß mal drauf, Sachen aufzuheben. Ich mache jetzt einfach nur noch den hier. Aber hier ist... Okay. Die Tür geht nicht auf, also geht man halt auch nicht dahin und dann löst man nicht den Trigger aus. Hi Evil, willkommen zum Stream. Okay, es gibt sogar Sachen, die das überleben können. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich kann das jetzt nicht lesen. Warum bleibt ihr denn nicht auf dem Ball, verdammt?
Auf jeden Fall haben wir schon mal ein Upgrade mehr. Das ist schon mal nett. Das heißt, das können wir dann noch in den anderen Leveln ausgiebig testen. Und hier sollen wir jetzt wieder den... Also... Was this underwater? So, jetzt müssen wir das auch irgendwie darüber schaffen, ohne solche Geschichten. Also ich weiß nicht, das mit dem Ball, du wirst gleichzeitig dafür belohnt, dass du vom Ball abspringst, also... So, wer ist denn hier, mit dem Undertale Zombie Hunter gemacht wird? Meinst du, es gibt die Metzieher in Richtung? Ja, so ein bisschen. Also, dass die Leute gezielt jetzt dann Siedler-Content fordern, ist jetzt eher selten, aber dafür wird halt fast alles andere komplett ignoriert. Ich meine, es ist ja auch irgendwo Nische, was ich mache, aber trotzdem. Es ist halt nicht so geil für die Motivation, wenn du halt Stunden in ein 45-Minuten-Video investierst und das kriegt halt irgendwie 300 Aufrufe, glaube ich. Jetzt nach Monaten. Weil selbst dein unmittelbarer Vorgänger zumindest in den ersten drei Tagen noch seine 3000 gekriegt, weil das irgendwie den Algorithmus so getriggert hatte. Man, the staircase is damaged. Now I'll have to use my power. I can manage this cage with my power. Das ist Probleme. Ja, ganz ehrlich, wenn ich keinen Siedler-Content mache, habe ich gefühlt null Abonnenten. Also es macht kein... Ich glaube, ich könnte die Sachen wahrscheinlich auf einem komplett neuen Stell hochladen und es wäre wahrscheinlich nicht groß anders. Ach, jetzt wird die Kamera wieder hier gedreht, weil ich jetzt wieder... hier bin. So, und jetzt bitte. Jetzt. Okay, diesmal trifft es auch. Manchmal will er aber auch einfach nicht die Sachen aufheben. Ja, genau, das hat jetzt nicht. Ugh!
Ist hier was? Kann ich was hier machen? Das ist doch nicht ohne Grund hier, oder? Diese Haltungen sehen aus, als müsste ich da irgendwas aktivieren, aber ich kann nichts machen. Das sieht halt echt aus, als wäre hier irgendein Secret versteckt. Vielleicht, wenn ich alle S-Ränge habe, muss ich dann irgendwas hier machen. Das ist wieder dieses Ding, was meine Moves predicted. Wenn HGL geht aus, dann ist es ein großer Teil, wie du das Interview durch das Spiel sitzt und das auch selber gearbeitet hast. Das wäre so weird. Ich hoffe, dass sich dann jemand so in Richtung Spirit of the Law findet, der das macht. Das hier funktioniert jetzt aber gerade überhaupt nicht, wie es soll, oder? Okay, ja, Pendelphysik ist nicht drin, aber zum Glück können wir ja selber nachhelfen. Nein, kann es nicht. Ich kann so viel easy besiegen, aber mit einem Wasser fällt das sofort. Igel können nicht schwimmen, okay. Das ist ja, glaube ich, tatsächlich der Grund, warum Sonic nicht schwimmen kann, weil Sega dachte, dass Igel nicht schwimmen können. Aber tatsächlich können Igel wohl tatsächlich schwimmen, wenn sie wollen. Oder einen Grund dazu sehen.
Das gab jetzt einfach mal gar keine Punkte. Wir sehen also nicht, das ist ein guter Punkt. Also ein Grund überhaupt, sich ins Wasser zu begeben, weil im Wasser ja auch durchaus Fressfeinde lauern können und auch nicht unbedingt Fluchtmöglichkeiten bestehen. Das ist jetzt das übliche Sonic-Segment von Kingdom Valley. Und ich dachte schon, wir könnten doch noch einen S-Rang kriegen, weil wir so viele Punkte reingekriegt haben, aber irgendwie war das gerade nichts mit dem, okay, setz die Zeit zurück, wenn wir das Segment neu starten. Interessant. Aber ich dachte jetzt eigentlich auf einen Light-Dash machen zu können und das ging leider nicht. Ah, okay, mit Y. Ja, stimmt. War nur der grüne Schimmer von den Sachen, die ich schon hatte. Alles klar, wir hängen einfach daran fest. Ich mag die Jump-and-Run-Passagen ganz ehrlich nicht, wenn man keine Möglichkeit zur Autokorrektur hat. Wie sie Sonic's Homing Attack und Shadow's Homing Attack halt nun mal bietet. Diese Pendelphysik funktioniert überhaupt nicht. Es reagiert und das Pendel hing auch gerade in der Luft. Das reagiert ja überhaupt nicht, wie es sollte. Ah, jetzt lässt er mich aber noch extra fast ins Wasser fallen. Ist ja nett. Sonic, leave this up to me.
Gene. You go after Leaf. Okay, let's do this! Ha! Ha! Great! Yeah! So, das war jetzt aber richtig scheiße. Also da werden wir wahrscheinlich einen D rankriegen. That took too long. Ja, das hat wirklich zu lange gedauert. Den Wort guckt sich doch kein Mensch an. Ich glaube, wir haben jetzt erst einen S-Rang. Nee, Dunkelgärtner in meiner Kopf, dann ist eine schlechte Idee, glaube ich. Ich muss auch sagen, ich finde, in Dark Mirror hätte ich vielleicht auch das nicht, würde ich das heute nicht mehr, ich auch nicht mehr so machen, dass überschüssige Sklaven Mana geben, weil zusammen mit dem Schamanen-Gärtner-Exploit endet, du kannst halt einen Raid machen, der nie endet. Diese abrupten Charakterwechsel sind aber noch ein bisschen suboptimal. Okay. Sehr praktisch, dass der genau auf der Höhe ist, dass ich ihn nicht erreichen kann. Spiel. Das ist nicht okay. Warte, ich soll hier lang, ne? So. Das ist nicht intuitiv. Genau hier kriege ich jetzt Invincibility, warum auch immer. Warum ausrechnet hier? Das gegen fliegende Gegner zu zielen, ist aber auch
nicht so einfach. Tschüss, 100 Ringe. War schön mit euch. I'm coming, Iblis. Ich finde es sehr unintuitiv, dass ich meine Psychokinese aufladen darf, während ich die Runen benutze, aber nicht sonst. Warte, wir haben jetzt Zeit für. Aber welches die wir wollen und wo ist ein extra hinter? Hier geht's weiter, aber ich will da hinten rein. Oder darf ich hier noch nicht rein, weil ich noch nicht alle S-Ringe habe? I'm confused. Yeah.
mit den Kugeln. Mehr als Licht machen die hier gerade auch nicht. Spiel, kannst du bitte nicht die Kameraperspektive ändern? Ich weiß, der Ball ist schön, aber... Okay. Jetzt. Das ist auch neu. Könnte Best-of-Material sein. Tu dir keinen Zwang an. Na, wenigstens ist das ein S-Rang. So, müssen wir hier auch so viel heulen wie bei Tails? Bei Tails war das ja richtig schlimm, weil der S-Rang ja da höhere Anforderungen hatte. Kann es wahr sein? Ich muss Silber schnell finden. Wo zielt man hin? Achso, auf die... Ah, ich kann sogar die Homing Attack vom Boden aus machen. Ich muss gar nicht springen vorher. Das ist interessant zu wissen. Hier ist nichts. Der zweite Eintrag immer die Best of die Teil. Spricht ja da, nicht gerade für mich, dass da noch nicht so viel drin ist. Okay, wait. Oder nichts Enthaltsames von dir fällt, sorry. Ja, sag ich doch. Oh, zufällig genau der gleiche Orca, den auch Sonic hat sich halt, ne, und so, dem Sonic begegnet ist.
on purpose? Oh, das ist gut. Ein Free-Hit, bevor wir unsere Ringe verlieren. Das ist auch beim S-Rang-Jagen natürlich immer sehr geil. Okay, das war jetzt nicht so cool. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Ja, das war jetzt aber hinterhergeschmissen. Also selbst wenn jetzt 60.000 oder 70.000 das gewesen wäre, das war jetzt hinterhergeschmissen. So, 3 von 9 haben wir auf S-Rang. Wir haben jetzt ein Upgrade. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 3. Ich meine, 1 wird wahrscheinlich bei White Acropolis sein, weil da war diese Riesen-Area. Da wäre ein perfekter Ort, um was zu verstecken. Du musst nach jedem zweiten Satz Digger sagen. Aber dann so wie hier die von der Tagesschau, die Susanne Daubner. Also die wird jetzt auch jedes Jahr das Jugendwort des Jahres vorlesen müssen. Dass man nicht vorne steht. Wahrscheinlich Fakes. Das wäre aber auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das nicht zu tun. So, kannst du jetzt bitte einmal dieses... Kann ich die mit dem... Wenn ich sie damit treffe? Nein, das hilft auch nicht, oder? Nee. Das ist jetzt wieder auch... Das Ding reagiert auch nur auf eine Art Psychokinese. Und zwar nämlich, dass ich was dagegen werfe. Und das auch nur, wenn es will. Diese Schockwelle nicht zielen zu können, ist nicht so cool. Not gonna lie. When it opens its mouth, that's my chance. I've got to dodge, then counterattack. Wait. Da ist was. Da ist Zeug. Ich wette, da ist was versteckt. Aber ich gehe gleich nicht. Also ich gehe nicht blind dahin. Also nicht, wenn ich jetzt extra neu starten muss oder so. Ich blicke auch noch nach das Punktesystem mit Silver noch nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es darum geht, wie schnell ich die Gegner töte, sondern halt mit was für Mitteln. Okay, warte, nee. Doch.
Ich dachte schon, wir werden jetzt darüber geheatet. Aber dann wäre das nämlich ein Shortcut gewesen, aber kein Secret. Style Points wie ein Ultra-Kill. Ich muss sagen, so Spiele so mit so Style-Systemen wie auch Devil May Cry oder Bayonetta. Ich bin überhaupt nicht gut mit Kombos. Und wenn wir die Kombos danach auswählen, was halt auch effektiv ist und nicht danach, was das Spiel cool findet. So, 189 Ringe. Wenn ich die behalten würde bis zum Ende, wäre es ja mega. Aber ich glaube doch nicht, dass daraus was wird. Das war satisfying. So, jetzt. Aber hier erwarte ich jetzt eigentlich 3S-Rang, wenn es den geben würde. Hey, fast eine Meme-Punktzahl. Hätten nun ungefähr 350 Punkte weniger sein müssen. So, Tropical Jungle. Das kriegen wir aber doch ein bisschen besser hin. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht auf die Schildkröten warten. It looks like this lotus will help me jump based on how long I charge my psychokinesis. Oh, das ist viel besser. I can't grab Vulcan cannon shots, but I can block them with my psychokinesis. If you use your psychokinesis on the middle of the log, it will move back and forth. Use it to destroy walls and roll bombs. Kicking out its legs will paralyze it. Then I can grab it with my psychokinesis. Wusstet ihr schon? Silver beherrscht Psychokinese. Ich weiß nicht, ob das schon klar war, da es ja nur alle zwei Sätze erwähnt.
When both arms are gone, I can attack it. Okay. Ich dachte schon, der reagiert nicht. Können wir bitte einen Psychokinesis-Counter machen? Das ist ja Trinkspielniveau. Einmal trinken wir jedes Mal, wenn das sagt, danach bist du aber im Krankenhaus. Okay, das Level kann man mal richtig schön speedrunnen. Those enemies look like they're guarding that cage. It seems I'll need to defeat them first. So, das sollte aber ein S-Rang sein. Nein, ist es natürlich nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug erkundet und zu viel geskippt. Hier ist mal die Cutscene, ist aber auch nicht gut. Kann man das abschalten? Ich meine, die Cutscene ist schön, absolut. Ich finde es auch sehr cool, dass sich Chaos X da die Mühe gemacht hat. Aber jedes Mal, wenn du das Level neu startest, nicht so cool. Ich kann nicht Vulkan-Cannon-Shots grabben, aber ich kann sie mit meinem Psychokinesis. Au. There's a bomb in that container. I need to be careful when opening. Du sollst doch einfach nur hochfliegen. On how long I charge my psychokinesis. I can't grab Vulcan cannon shots, but I can block them with my psychokinesis. Taking out its legs will paralyze it. Then I can grab it with my psychokinesis. Das war dezent besoffen. Kann man die Shotgläser überhaupt so schnell nachfüllen? There's a bomb in that container. I need to be careful when opening it.
When both arms are gone, I can attack it and knock it over. That's my chance to grab it with my psychokinesis. Ha! Gotta be careful not to fall in. Ja, sagst du, nachdem du runtergesprungen bist. It looks like this lotus will help me jump. Mit 3 Liter Wodka hast du wahrscheinlich mehr Alkohol-Intus als ich in meinem gesamten Leben. Gut, das ist aber auch keine besonders hohe Messlatte. I can't grab Vulcan cannon shots, but I can block them with my psychokinesis. This platform seems... Ganz ehrlich, Alkohol ist so eine sinnlose Erfindung. Dass Menschen sich das freiwillig antun, werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Aber ich glaube, du hast das Spiel nicht verstanden. Du sollst einen Shot trinken, wenn du... Wenn der Psycho genießt es sagt. Nicht ein komplettes Wod, eine komplette Wodka-Flasche. These are submerged ancient ruins. If I can take out the one giving orders, the rest of them will go down too. Warte, jetzt bin ich unverwundbar. So, wir nehmen das und dann gehen wir mal hier den langen Weg. Cage. It seems I'll need to defeat them first. Aber wie das jetzt ein S-Rang sein soll, weiß ich nicht. Ah, das war knapp. Habe ich das wirklich gesagt? Okay, ich glaub dir das mal. Just you wait, Iblis Trigger. I can use my psychokinesis to grab that robot's bombs and throw them back. So, Frage. This ball counts down each time you touch it. Be careful carrying it.
Ich hätte es dir auch so geglaubt. Okay, ich glaube, es sind schon mal 7 Bälle, aber nur 6 Löcher. Das heißt, es ist egal, wo sie reingehen. Aber die Reichweite, an der man sie trifft, ist halt irgendwie total weird. Kamera, kannst du bitte nicht. Und dann reicht einfach random die Sprunghöhe nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich zumindest auf dem Boden halt die... Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich im Original die Psychokinese besser aufgeladen hat. Das hat jetzt viel länger gedauert, als es hätte dauern dürfen. Leave this up to me. Amy. I feel it. Sonic was here. While jumping, pressing the A button again will allow you to perform a double jump. That robot's probably a lookout. If it sees you, things could get messy. Naja, solche Zitate habe ich durchaus auch in anderen Videos. Manchmal halt ein bisschen themenbezogener. Aber zum Beispiel auch in den Videos zu den beiden Star Trek-Spielen, die ich gemacht habe. Das ist, da sind einige Insider drin. Boah, diese Scheißkarte. Hier ist echt ein Trigger, damit du auch schön diesen Sprung verkackst. Ich hoffe, dass noch ein paar Bugfixes kommen. Also wenn du weder mein Video zu The Fallen noch zu Lead Force gesehen hast, dann schäme dich. Das sieht auch aus, als könnte hier irgendwas versteckt sein.
kenne mich ja schon sehr gut. I might be able to make a path leading up if I use my power over there. Die beiden Tiefenanalysen zu Elite Force und zu zur Fallen. Natürlich, lass die Gegner einfach auf mir spawnen. Dass ich auch schön 100 Ringe verliere. Hier ist ein Pfeil aus Ringen. Ach, warte, da ist ein Schalter. War da vorhin auch? Da waren aber vorhin keine Statuen, oder? Schloss oder einfach nur Zeit. Ah, okay. Warte, das ist jetzt einfach ein komplettes Secret. Beziehungsweise einfach eine komplette. Nee, okay, ist ein Upgrade. Aber wie komme ich da dran? Hier ist was, womit ich interagieren darf. Auf der anderen Seite auch. Ja. Das ist cool, Shadows Teil hier so wieder zu verwenden. You can now curl and spin. Aber was bringt das? Teleport Dash now lasts much longer. Warte. Ja, aber was bringt mir das, wenn ich. Warte, kann ich damit in den Gegner reinspringen? Geht das? Weil ich ja dann, ne, eingerollt bin? Ich gebe ja zu, das Ballrätsel ist schon gut entschärft, aber. Ich hatte echt gehofft, dass das irgendwie so ein alternativer Ausgang ist. Jetzt lässt sich die Ka. Also was alles als als Berührung zählt, ist auch nicht konsistent. Frag Sega, wer auf die Idee kommt. Aber zumindest kann man die Kugel jetzt stoppen. Das ist schon mal nett. Aber es ist halt, diese Kugel ersetzt sich halt allen etablierten Regeln, weil ich sie nicht richtig mit der Telekinese bearbeiten kann. Great. Yay. 32.000. Okay, zwei Bonus, auch nochmal 30.000. Dafür sich 10 Minuten. Okay, das ist echt. Sehr großzügig, wahrscheinlich wegen dem Ballpuzzle. Aber wir haben auch das Upgrade, das ist schon mal nett.
So, White Acropolis. White Acropolis hatten wir schon auf S, sonst hätte ich nochmal gerade das eine Gebiet durchsucht, ob da ein Upgrade ist. I'm not going to let the grabbing this handle should take me somewhere. Okay, ja, also wenn ich springe, kann ich kann jetzt einen Gegner reinspringen und dann ist das wie bei Sonic und Shadow dann auch schon ein Kill. Es ist ein bisschen ungewohnt, ihn sich drehen zu sehen, aber ich beschwere mich nicht. Ich finde es eigentlich cool. There's no other way ahead. I guess I've got to break down the door. Und wie gesagt, dieser Blade-Angriff hier ist auch halt total praktisch, auch gerade für die stationären Hindernisse. Aber wenn ich mir das so angucke, muss man halt leider echt sagen, Silver ist schon, also zumindest ohne Superform, potenziell der overpoweredste Charakter im Sonic-Fandom. Wieso ist da nichts drin? Als ob einfach hier das Level schon vorbei ist. Ich hab das irgendwie länger in Erinnerung. Ich finde diese Voice Lines so absolut bescheuert. Welche? Silver ist halt dafür, dass er aus einer postapokalyptischen Welt kommt, ein ziemlicher Optimist. A laboratory like this under Soliana? You go and leave the rest. Press the A button just when your homing attack hits to do a chaos attack for additional damage. How annoying. I'll deal with them first. Was ist mit Shadows Lock-On gerade los? Aber das ist wirklich ein sehr kurzes Shadow-Segment. Man muss dazu sagen, der Kontext hier ist jetzt gerade übrigens eine Zeitreise.
Sind wir jetzt in Sonic CD oder was? Nein, aber Sonic 06 hatte auch einen Zeitreiseplot. Das probieren wir nochmal. You go and leave the rest to me. How annoying. I'll deal with that first. Shadow, I'll be looking out for the truth. Natürlich. Ich muss extra jetzt auf diese scheiß Plattform warten. You go and leave the rest to me. Brauchen für den Stream noch ein Meme. Also wenn in dem Meme nicht Psychokinese vorkommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Shadow, I'll be looking out for the truth. Haft. A laboratory like this under Soliana? Ja, die eine passende Vorlage, die sie fand. Nicht wirklich. You go and leave the rest up to me. How annoying. I'll deal with them first. Gibt's nicht irgendwie so ein Meme mit wo alles mit der gleichen alle Fragen mit der gleichen Antwort beantwortet werden? So Silver stammt von seiner Psychokinese. Die Deutschen kennen das als WD-40. Oder dieser Typ mit dem Schmetterling.
dem wollte ich auch noch einen Meme machen. Tu dir doch keinen Zwang an. Ja, was war hier nochmal? So, hier war das Upgrade vorhin. This ball and control it, but it will disappear on impact, so be careful. Like they're guarding that door. Let's start by getting rid of them. Okay, da ist offenbar nichts Sinnvolles drin. Darf ich bitte die Kamera so drehen, dass ich auch was sehe? Okay, das war uncool. Looks like I need to wipe out the enemies. Ha!
Ah, okay, ich warte, ich kann im Rapid Fire machen. Das merke ich auch jetzt erst. So, aber wehe, das ist kein S-Rang. Wir haben einfach so von 40.000 Punkte. Ja. Perfekt. So, Kingdom Valley noch. Dann müssten wir eigentlich einen Hinweis auf den Super Mode finden. Sonic, we don't have time. Let's get to Elise right away. Leave it to me. Okay, sagt er und verschwindet. Man, the staircase is damaged. Now I'll have to use my power. Oh, schlimm. Ich dachte, du benutzt so gerne deine Psychokinesis, Silver. Okay, wir müssen das Trinkspiel erweitern. Psychokinesis oder Power? Wenn er eins davon sagt. Hm, natürlich. Ist klar. Die Kamera kann natürlich sich nicht im richtigen Winkel drehen und natürlich ist die Hitbox. Alter, ist das schlimm. Willst du mich umrennen? wow. That tower has a big crack in it. Big Crack? Das Ding ist ein Statik-Albtraum. Stimmt, das da war ja der. Das müssen wir uns merken. Falls gleiches heißt, in Kingdom Valley ist das Ding, dann ist das bestimmt da drin. Ich will eine Homing Attack mit Silver. Er ist ja schon nicht so schnell, aber ich will eine Homing Attack. Damit kann man so schön Fehler korrigieren. Nur kurz, Kakao, dann kann ich wirklich immer trinken, wenn eins der Wörter kommt. Hey, sagt ja niemand, dass man ein Trinkspiel mit Alkohol machen muss. Nein, mit dem Pendel befassen wir uns gar nicht erst. Sorry. Ha!
Dieses Ding ist so ein Troll. Moment, dafür brauche ich den Gruppenangriff. So. Darn it! I should have realized Eggman's scheme. Take it from here. Okay, jetzt hier bitte nicht verkacken. Ja, super, verlier mal 100 Ringe. Aber egal, mit fast 40.000 Punkten sollte das eigentlich gehen. Kannst. Was hat dieser Vogel für eine Hitbox? Also wenn dieser Flug so im Original wäre, wird wahrscheinlich random einfach Silver durch die Killfloor da klippen und random sterben. So. Ja. Easy S-Rang. Müsste ich nicht einen Hinweis bekommen? Great. Let's go. Warte, Gold Medal Results. So.
Die ganzen Bosse fehlen halt noch. Achieved S-Rank on all... On all... What? On all Act-Missions. Aber habe ich doch. Ich meine, die Sachen, die... Also die Sachen, die im Spiel sind. Hä? Jetzt kam aber kein Hint. So, warte. Das muss ich jetzt aber wissen. Gibt's das auch ohne Videoform? Videos sind im Stream immer ein bisschen uncool. Flame Control. Ach, es gibt ja noch richtig viele. Warte, nee, das ist, okay, er hat alle drin, auch die für... Okay, das Sigil of Awakening ist im Flame Core, da müssen wir nochmal gucken und... Full Power. Aber wie schaltet man das frei? Sigil of Awakening. Okay, wir brauchten S-Rang und dann jetzt müssen wir nochmal zu Flame Core. Verstehe. Ja, dann gucken wir uns das doch noch an. Habe ich euch schon erwähnt, dass die Vegan-Challenge, wenn wir das mal für Siedler 3 machen, spätestens beim Amazonen-Add-on richtig fies wird? Scheiß auf RL verschieben. Nein. Ich finde so schon ausgewogene Ernährung ist bei mir sowieso schon so ein Thema. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen wahrscheinlich mehr gekocht als in den 3 Jahren, die ich in der Wohnung jetzt bin. Einfach weil wir im Moment die Zutaten geliefert kriegen. Abgesehen davon, sorry, aber ich mag Fleisch. Vegetarisch könnte ich wahrscheinlich sogar noch, weil ich esse schon relativ viel Fleisch. Beziehungsweise sehr viel, was man zu Fleisch halt normalerweise dazu isst. Also wenn ich müsste, würde man mich wahrscheinlich noch halbwegs zum Vegetarier kriegen, aber bei vegan bleibt ja wirklich nichts mehr übrig gefühlt. Ha!
Okay, hier drüber fliegen können ist schon geil. Die Frage ist, wo finden wir jetzt das Ding? Wahrscheinlich in der Höhle, wo wir vorhin waren, oder? Weil anders kann ich mir nicht erklären, was hinter der einen Tür sein soll. Also, dieser Delay, mit dem sich Silvers Fähigkeiten aufladen, ist wirklich unerträglich. Aber irgendwas fehlt noch. Ich war nicht schnell genug. Also beim ersten Mal ist man ja automatisch langsamer, weil die ganzen Plattformen noch nicht aktiv sind. Ist da ein Timer auf den Dingern oder nicht? Ja, jetzt ist es zerstört. Heißt das, ich habe nur einen Versuch oder wie? Ist es möglich, dass wir erst die Sachen aktivieren sollen, wenn wir hier die ganze Plattform haben?
der Lichteffekt ist cool. Mit den Schatten, aber... Das ist halt nicht das, was wir haben wollen. Sektion, mal gucken. So. Ich würde mal behaupten, viel schneller wird es nicht. Aber hier ist es jetzt auch... Hä? Oder spielt die Reihenfolge eine Rolle? Weil da ist es jetzt schon wieder zerbrochen. Aber wenn die Reihenfolge eine Rolle spielt, werden sie es ja wohl nicht zerbrechen lassen, oder? Moment. Oder muss ich erst auch noch Sonic und Shadow? Nee, aber normalerweise ist es ja auch für den Charakter. Also wenn ich Super Sonic habe, muss ich ja normalerweise nicht erst Silver. Okay, das ist so ein Troll-Move. Das ist nicht hier. Dieses Ding hat nichts zu bedeuten. Wir können das Ding auch gar nicht verpassen. Das ist am Ende. Weißt du, da platziert man doch nicht so ein Ding, was aussieht, als wäre da was versteckt. Und dann ist da nichts. Dann öffnet doch wenigstens die Tür und zeigt mir, dass da irgendwie ein normales Item drin ist. Diesen Angriffen auszuweichen ist auch so nervig, weil es, finde ich, ziemlich glücksabhängig ist. Ha!
Ich weiß gar nicht, ob das Ding im Original war. Ich meine, es ist cool, dass man das Ding nicht verpassen kann, aber wenn man es gewohnt ist, dass die anderen Sachen alle versteckt sind. Ah, okay, jetzt können wir ihn leveln. Das will ich aber gleich auch ausprobieren. Immer noch viel zu viele Punkte, dass das über 10 Minuten gedauert hat. So, mit welchem Level kann man denn das mal gut testen? Komm, White Acropolis. Da ist ja ein recht großes Gebiet am Ende, wo man relativ viel Freiheit hat. Those enemies are involved with that door somehow. In any case, let's try defeating them first. Did they think they'd stop me with this? Es ist halt praktisch, wenn man alle Gegner nur mit X besiegen kann. Where is the entrance to Eggman's base? You can use your psychokinesis to grab missiles and throw them back to make them explode near the enemy. Security's tight. You don't want to be discovered. Be careful. So, wir können die Fähigkeit schon mal aktivieren, aber ich warte mal noch.
So. Okay, a little further to go until the base. Ja. Ah, okay. Also, was macht das jetzt? Ich glaube, ich habe unbegrenzte Psychokinese. Beziehungsweise, das lädt sich auch instant auf. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so beeindruckend wie Sonic und Shadow. Ich meine, ja, wenn man mal in eine richtige Kampfsituation reinkäme, wäre es geil, aber... Ich glaube, wenn ich Sachen auf Gegner werfe, ist es immer ein One-Tap. Aber ich finde es ansonsten gerade sehr schwer zu erkennen, was es überhaupt bringt. Man kann es halt auch nicht ewig aktiv halten. Einfach weil sich das nicht auflädt, während es schon aktiv ist. Okay, das ist natürlich nochmal eine nette Explosion, der man startet. Aber es ist für mich nicht. Ich meine, es ist am einfachsten zu bekommen, weil du es nicht auch mal extra suchen musst, aber ich finde es jetzt. Nicht so cool wie Uninhibited Mode oder Super Shadow. Na, vielleicht erwähne ich es auch nicht korrekt. Ich weiß nicht, damit muss ich mich vielleicht nochmal erfassen, aber das mache ich nicht mehr heute. Ich danke fürs Dabeisein. Wir haben jetzt auf jeden Fall Bildmaterial von allen drei Releases, beziehungsweise gut, es war vorher alles nur Shadow Release. Ich weiß nicht, ob ich daraus schon ein Review stricken will, weil ja noch immer Content fehlt. Ich muss mal gucken, wie ich Zeit finde. Anyway, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.